Hey, hey Leute, ich bin's Lina und heute reagiere ich mal wieder auf Shorts für euch. Und ich würde sagen, ich rede nicht zu viel, ich starte einfach direkt. Wie alt seid ihr? Wir sind beide 18. Wir haben eine Frage. Ja. Können wir ein Spiel spielen? Ja. Das Ding ist, wir drei, wir haben schon häufig so ein Spiel gespielt, das nennt sich Kiss, Marry, Kill. Kennt ihr mit Sicherheit. Ja. Und deswegen müsst ihr jetzt entscheiden, Smash, Marry oder Ghosting. Den in der Mitte würde ich Marry, dann der in Blau ist Ghosting. Jungs, das ist heute nicht mein Tag. Ich sag's euch. Ja, aber der sieht halt so... Wie heißt das? Softie. Softie? Der ist zu sehr Softie. Ich bin der härteste von uns dreien. Ja, warte, aber wieso sieht er wie ein Softie aus? Ja, der sieht so jung aus, so. Wie alt schätzt du mich ein vom Alter? 17. Also vom Aussehen her, ja. Jetzt vielen lieben Dank, wissen wir auch, wie sich das anfühlt, so bewertet zu werden. What the fuck? Der arme Maxi-Fall. Aber stimmt, der sieht halt auch echt jung aus neben den beiden, neben Joe und Rezo. Wie sprichst du eigentlich diese Wörter aus? China. Ich sag China. Es gibt viele, die sagen China, es gibt viele, die sagen China. Ich gehöre zu denen, die China sagen. Hebamme. Ich sag Hebamme. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgesprochen wird. Einige sagen höchstwahrscheinlich Hebamme. Oder Hebamme. Hebamme. Keine Ahnung. Hebamme, sage ich. Regisseur. Wie sagt man das Regisseur sonst? Einfach. Regisseur oder was? Desaster. Desaster. Also ich nenne es wirklich Desaster mit einem E. Also kein Desaster, sondern Desaster. Ich sag schon Desaster, also wie I. Soße mit einem scharfen S, definitiv. Tschüss, sage ich immer mit zwei S am Ende. Oder ich schreibe es auch mit zwei S am Ende. Ich sag ein Tschüss. Oregano. Oregano heißt es. Also genauso Oregano. Oregano, halt nicht Oregano. Welche, die sagen Oregano oder Oregano? Ich weiß gar nicht, ich sag einfach Oregano. Okay. Wir machen weiter. Das Asozialste, was ein Lehrer zu mir gesagt hat, war, boah, du bist schon wieder so aufgedreht, nimm mal deine Tabletten. Und ich musste Ritalin nehmen, aber es ist kein Spaß und es hat mir mega die Persönlichkeit weggenommen. Was war das Gemeinste, was ein Lehrer jemals zu Ihnen gesagt hat? Auch daran erinnere ich mich einfach nicht mehr. Einfach alles verdrängt. Ich hoffe, Lehrer sehen das und lernen aus ihren Fehlern. Also meiner mobbt mich wegen meinem Nachnamen. Wie heißt du jetzt mit Nachnamen? Hachi. Hachi. Und dass ich das Gymnasium nicht schaffen werde. Dass ich dumm bin, tatsächlich. Ja, das kenne ich. Ich habe zwischendrin als Lehrerin gearbeitet. Abbruch. Also ich hoffe. Abbruch. Oh, und was studierst du? Bioinformatik. Was macht man als Bioinformatikerin? Weiß ich auch nicht ganz genau. Dass ich in meinem Leben nichts erreichen werde. Wenn dich ein Mitschüler anfasst, ach, ist doch nur, weil er dich mag. Boah, ich weiß nicht mehr, was das Asozialste war, was mir ein Lehrer gesagt hat. Eine Lehrerin hat uns mal alle Schlampen genannt, einfach so im Kunstunterricht. Ah, aber was ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, dass ich ziemlich kurze Beine habe. Also ich wurde verglichen mit anderen Mädchen im Sportunterricht. Ja, du hast halt kurze, kleine Beine und die hat so lange, schlanke Beine. Da, vor allem, was hat das mit schlank? Sie hat so lange Beine, deswegen kann sie so Weitsprung oder Hochsprung machen, du halt nicht. Deswegen gebe ich dir mit Auge zugedrückt eine 2 minus oder 3 oder so. Wir schuften das ganze Jahr nur für einen Tag. Wichtel den Buh und wichtel den Papp. Unser Leben ist kurz, aber dafür ist ich mein Lehrer ja dabei. Das hört sich gar nicht gut gerade an. Das ist gerade Kapitalismuskritik von Joe. Joe. I see you, Mann. Kapitalismuskritik. Hey, für bessere Arbeitsbedingungen. Der Kommunismus wird kommen, ob ihr wollt oder nicht. Hey, das finde ich gut, du. Endlich äußert sich du politisch. Danke, du, Mann. Die Musik im Hintergrund mit dem... Oder ist es eher Dings mit der Flagge? Oh Gott. Okay. 11 Jahre altes Handy von meinem Papa. Es ist so mini. Es hat ein Passwort. Scheiße. Mein Geburtstag. Der Geburtstag von meiner Mama. Oh. Okay, aua. Gib mir sofort die peinlichen Fotos. Ich hab meine Mama so oft beim Schlafen fotografiert. Ich bin immer Opfer. Ich bin... Wie kann das mein Bruder sein? Er denkt auch compossible. Ich hätte mir dreimal das Genick gebrochen. Habe ich meine Mama richtig hübsch geschminkt. Ich hätte Smokey Eye gemacht. Ich weiß nicht. Mein Papa ist einfach mal random mit einem Hund nach Hause gekommen. Das ist nicht unser Hund. Den hat er gleich auf der Straße gefunden. Ich hatte so Angst. Ich habe auch gedacht, Sportunterricht. Ja, das reicht dann auch mal wieder. Ciao. Ich würde niemals irgendwie in ein Handy von jemand anderem reinschauen. So,
ist es von deiner Mom oder von Dima oder so. Funktionieren Minecraft-Rezepte auch in Real Life? Teil 1. Heute machen wir den Minecraft-Kuchen nach. Mal gucken, ob das funktioniert. Das habe ich alle nötigen Zutaten schon zusammengesammelt für den Crafting-Table. 3x Milch, 2x Zucker, 1 Ei und 3x Weizen. Denkst du, das wird ein richtiger Kuchen? Mach mal Pause und schreib deine Meinung in die Kommentare. Das mischen wir jetzt einfach in der Schüssel zusammen. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber erstmal umrühren. Aber ich glaube, der wird zu fest. Ich glaube, 2 Milch hätten auch gereicht. Ist ein bisschen flüssig, aber wir wollen ja die Minecraft-Götter nicht verärgern. Lol. Und es ist leider auch nicht überliefert, wie lang das Ganze in den Ofen muss. Aber ich werde einfach alle paar Minuten mal reinschauen, ob er schon fertig ist. Währenddessen teilt auf Ehrenbasis mal das Video mit einer Person, die Minecraft-süchtig ist. Es hat einfach funktioniert. Das sieht einfach aus wie ein Kuchen. Echt mal rausholen und auskühlen lassen. Er ist wieder ein bisschen zusammengefallen, aber hey. Aber nichts Krasses, aber es ist Minecraft-Kuchen. Ich glaube, das ist zu viel Zucker. Ich glaube, wegen zu viel Zucker? Ich weiß nicht. Ich glaube, wegen zu viel Zucker ist er so reingefallen. Die größten Lügner der Welt. Erstens Beethoven. Er war Komponist der klassischen Musik. Er konnte Klavier und Geige spielen. Ah ja, ist der Lügner. Und er war taub. Das macht so viel Sinn wie ein blinder Fotograf. Wen wollt ihr hier verarschen? Zweitens. Hä, was meint er mit Lügner? Wartet mal. Er erzählt hier falsche Fakten. Beethoven konnte hören. Bis zu einem bestimmten Alter. Er war ein Komponist, als er noch hören konnte. Und dann hat er eben erfahren, dass er sein Gehör verliert. Und dann, als er es verloren hat, hat er einfach nur noch nach Erinnerung gespielt. Und das ist halt das Krasse an ihm. Er hat trotzdem noch Musik komponiert, aber nach Erinnerung. Und hat einfach so halt Tasten nach Erinnerung gedrückt, wie das sich anhören könnte. Und er hat, glaube ich, Vibrationen von den Dings gespürt. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Aber das stimmt nicht, er war nicht die ganze Zeit gehörlos. Linkshänder, wir wissen alle ganz genau, ihr wollt nur speziell und anders sein. Verdammt nochmal, werdet erwachsen. Drittens, Leute mit Nussallergie. Sagst du mir gerade, diese Nuss kann dich überwältigen und töten? Verdammt nochmal, tolerier es einfach. Viertens, Cyberbullying. Leute, die sagen, sie werden im Internet gemobbt. Schau, ganz einfach. Problem gelöst. Bevor irgendeine Emily jetzt einen Hate-Kommentar schreibt, das Video dient der Unterhaltung, ist nur für Leute mit Humor geeignet, macht es plus sehr viel mehr. Wie ich direkt bei Beethoven so meinte, nee, das stimmt nicht. Man merkt nicht, dass es Humor ist irgendwie, weiß ich nicht. Als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen. Och, ich sag heute nichts. Sie sind als Zeuge geladen, natürlich müssen Sie was sagen. Hm, nö. Und ob, sonst gibt's ein Ordnungsgeld. Ich denke nicht, denn... Du siehst so süß aus mit den Handschellen, Schatz. Was soll das? Na, ich hab meinem Verlobten ein paar Küsse zugeworfen. Sie sind verlobt? Ja, das sind wir. Seit wann? Och, seit gestern. Wissen Sie was? Das glaube ich Ihnen nicht. Wie ist das, Darling? Möchtest du mich heiraten? Ja, klar. Sehen Sie? Tja, was ist hier passiert? Eine Minute. Jura, der Zeuge, hat sich mit dem Angeklagten verlobt und hat dadurch ein Zeugnis Verweigerungsrecht und man kann sich auch spontan verloben und das kommt nicht so selten vor, sogar auch zwischen Täter und Opfer. Wer aber nicht verlobt, verheiratet oder verwandt ist, für den gilt... Krass, das wusste ich gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Fakt überhaupt im Leben brauchen werde. Ich merke es mir einfach irgendwo im Hintergrund meines Gehirns, speichere es dort irgendwo ab. Vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Ich liebe ja Red Bull und ich liebe Bubble Tea und heute bin ich auf die grandiose Idee gekommen, Red Bull Bubble Tea zu machen. Ich habe mir dafür extra diese Tapioca-Perlen bestellt. Ich hoffe, das schmeckt, denn ich habe gerade meine Tage und ich habe so unnormal Gelüste auf Bubble Tea. Das kann ja was werden, weil ich kann gar nicht kochen. Das ist aber, glaube ich, auch für mich machbar. Du musst die kurz in Wasser aufkochen. Wir müssen das erstmal öffnen. Und jetzt die Perlen. Oh mein Gott, da rein. Kopf drauf. Und halbe Stunde warten. Währenddessen bereiten wir das Red Bull schon mal vor. Das Weinglas. Oh mein Gott, okay. Das sind die Perlen. Bisschen viele. Wow. Hoffentlich schmeckt das auch. Ich habe eine Perle. Ich kann die nicht schlucken. Macht's lieber nicht nach, das ist... Ach Jule, sie hat es echt nicht geschafft, die Perlen richtig zu kochen. Die müssen eigentlich weich sein. Die sollen nicht irgendwie... Also die sind schon chewy, aber nicht so chewy, dass man die nicht essen kann. Seid ihr eher Team Milk Bubble Tea, der mit Milch und Tee? Oder seid ihr eher Team dieser Eistee, keine Ahnung, Frucht Bubble Tea? Schreibt's in die Kommentare. Lass mal eine Runde, ich hab noch nie spielen. Okay. Also du sagst so, ich hab noch nie das und das. Freunde, und wenn die Aussage doch auf dich zutrifft, okay, dann musst du trinken. Alles klar. Fange ich an. Ich hab noch nie an einem Abend mit zwei Mädchen gleichzeitig rumgemacht. Du noch nicht? Nee. Okay, kein Problem. Dann bist du jetzt dran. Ich habe noch nie eine loyale Freundin gehabt. Doch, hatte ich schon. Du noch nicht? Nee, immer betrogen worden. Oh, das tut mir leid. Mach noch mal eine neue Aussage einfach. Okay,
Ich habe noch nie Komplimente für mein Aussehen bekommen. Du nicht? Nee, noch nicht. Oh, Bro, du machst das Spiel voll traurig. Mach doch noch mal eine Aussage. Ich habe noch nie getrennte Eltern gehabt. Meine sind noch zusammen. Sind nicht sogar deine Eltern getrennt? Ach ja, richtig. Ja, die sind getrennt. Die wird traurig. Das ist echt traurig. Das hat mich sogar gerade runtergebracht, das Video. Nächste Woche Montag schreiben wir die Mathe-Klausur. Was? Listen carefully, we will write the Wednesday exam about it. What? Und denkt an die Klausur am Dienstag. Das ist schon die dritte. Au revoir und test the class de Napoleon. Merde, merde. Tja, wahrhaftig scheiße. Das ist auch so mein Französisch-Level. Ich kann nichts mehr. Wir laufen 4 Klausuren in einer Woche. Geht das eigentlich? 1 Minute Jura. Und die Antwort lautet, ihr wisst es, es kommt drauf an. Und zwar kommt es auf das jeweilige Bundesland an. In den allermeisten Bundesländern sind aber nur, Achtung, 2 bis 3 Klausuren erlaubt. Man darf auch in diesen Wochen einen Test schreiben, aber nicht an einem Tag, wo eine Klausur ist, auch einen Test schreiben. Das ist unzulässig. Das war 1 Minute ich glaub, bei Jura. Mir tatsächlich mit meinem Glück, glaube ich, war das nicht verboten. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Woche, ich habe da gefühlt jeden Tag Tests und Klausuren geschrieben. Es war die Hölle. Und es war einfach schrecklich. Und dann gab es noch Vorträge zwischendurch. Das war so eine scheiß Woche. Ich kann mich immer noch dran erinnern. Es ist wieder mal Zeit für einen 3D-Stift. Und diesmal machen wir eine AirPods-Hülle mit Stitch. Und jetzt kommt Frage alle Fragen. Ist das jetzt pink oder blau? Und ja, ich bin immer noch farbenblind. Übrigens, ich muss euch dringend was erzählen. Ich war so letztens in der Stadt und wollte mir unbedingt neue Schuhe kaufen. Bin auch in einen Laden rein und hab direkt was gefunden. Schöne graue Sneaker in Größe 42. Welche Schuhgröße habt ihr eigentlich? Naja, auf jeden Fall habe ich die Schuhe dann mitgenommen. Und die 35. Frau an der Kasse hat mich schon so komisch angeguckt. Ich habe die dann auch direkt angezogen und bin raus. Ich schwöre, ich wurde noch nie so oft angeschaut von fremden Menschen. Ich dann schnell ein Bild meiner Schwester geschickt von den Schuhen und sie sagte mir, dass die pink sind und das sind eigentlich Frauenschuhe. Ich schwöre, es war so peinlich. Übrigens ist die AirPods-Hülle schon fertig. Was soll ich mit dem 3D-Stift als nächstes machen? Sieht ja 1:1 aus. Aber ich muss sagen, sieht trotzdem cute aus. Also hätte mir das jemand so gegeben, hätte ich trotzdem irgendwie gesagt, ah, danke, es ist cute. Saure Würmer? Oh nee, danke, ich faste. Ah, ist das dieses, Ramadan-Ram? Ja, Ramadan, ja. Und da dürft ihr gar nichts essen, ne? Nix. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Krass, du. Ja, da kann man wenigstens noch einen Cocktail trinken oder so. Ah, nein, nee, trinken dürfen wir auch nicht. Nix trinken. Nicht mal Wasser? Nee. Ich könnte das ja niemals, ne? Also jetzt ohne respektlos zu klingen, aber es ist doch völliger Quatsch. Also wie ungesund muss das doch für den Körper sein, weißt du? Ja, also eigentlich gibt es etliche Studien, die... Das muss ja schrecklich sein, was dem Körper antut. Also ich könnte das nicht. Nee. Hast du überhaupt schon mal probiert? Nee. Ich habe noch nie Ramadan irgendwie so gefeiert. Ich habe nie gefastet auch wirklich, weil es ist bei uns halt nicht so. Ich habe so Respekt vor allen, die fasten können und das auch wirklich durchziehen. Und es gibt ja auch voll die guten Auswirkungen dann auf den Körper, habe ich so gehört, weil ich selbst habe keine Erfahrung damit. Und es gibt auch dieses Intervallfasten, keine Ahnung. Irgendwie habe ich mehr Bock, das auszuprobieren und zu gucken, wie mein Körper so drauf reagiert. Und wenn es mir schlecht geht, dass ich dann halt abbreche. Meine 8-jährige Schwester hat meine Nägel gemacht. Und zwar sollten die Nägel lang, pink und mit Blumen sein. Zuerst habe ich die Nägel pink angemalt. Auf den Ringfinger kam ein Kaugummi-Pink. Kleine Patze habe ich dann noch mit einem Pinsel und Alkohol entfernt. So sahen die Nägel dann Ach, aus. Süß. Dann habe ich kleine Blumen gemalt. Und Leute, hat sie das sich richtig gut gemacht? Zum Schluss hat sie noch überall Topcoat aufgetragen. Und ja, die Lampe drüber gehalten. Dann habe ich noch kleine Steinchen drauf gemacht. Zum Schluss alles süß. Auswerten lassen. Und dann hat sie noch ganz professionell Nagelhautöl aufgetragen. Und das sind die fertigen Blümchennägel. Ich finde ja, sie hat das mega gut gemacht. Sie war ein bisschen aufgeregt, aber eure positiven Kommentare haben sie sehr gefreut. Deswegen hinterlasst doch mal ein Like und einen Kommentar, wenn euch das Ergebnis gefällt. Übrigens findet ihr alle Produkte aus diesem Video. Die ist echt gut. Dieses Kind hat so Potenzial. Wenn sie mal ein bisschen erwachsener ist, kann sie ja so ihren eigenen Shop öffnen oder so. Kommt da noch was Sinnvolles? Après la école. L'école! Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so schlecht Französisch spricht wie du.
Siehst aus wie ein Streber, aber bist es wohl nicht. Du wirst es im Leben echt zu nix schaffen. Zu nix. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber ich müsste mal ganz dringend mit dem Gregor sprechen. Nee, der Gregor, der kann grad nicht. Der wird hier gerade ausgefragt. Ja, Gregor? Und wenn er noch mehr Französischunterricht verpasst, dann kann er dieses Schuljahr knicken. Nun, das sehe ich aber anders. Der Gregor hat den nächsten Preis für Jugend forscht gewonnen. Wir möchten unsere Schüler unterstützen und nicht niedermachen. Sie dagegen möchte ich bitte nach dem Unterricht in meinem Büro sehen. Gregor, kommst du bitte? Der Preis wartet auf dich. Jo, aber das ist richtig schlimm. Wir hatten auch solche Lehrer, die einfach wirklich meine Mitschüler runtergemacht haben. Halt die irgendwie nicht aufgepasst haben oder so. Angeschrien, wirst nie irgendwas schaffen. Das wird nie was aus dir. Einfach nur Verschwendung von Sauerstoff und so weiter. Wie gesagt, Schule prägt dich fürs komplette Leben aus. So Leute, ich würde sagen, damit beende ich das Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es ist, dann gebt mir natürlich einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und aktiviert das Glöckchen, um nichts mehr zu verpassen. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.